aus der Ukraine. Das Marinemusikkorps aus Sevastopol. Sevastopol ist die größte Stadt auf der ukrainischen Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. Und vorweg der Fregattenkapitän Andrei Wysoffen. So ist es. Stecken die jetzt die Hand da ins Hörnchen? Oder ist das nur, um es zu halten? Nee, ist eine Art Dämpfer. Kann man auch mit der Hand machen. Ah, jetzt kommen die Tänzer. Wie lange diese Herrschaften jetzt dran üben, aber aus meiner aktiven Zeit weiß ich, das hat schon Wochen bis Monate gedauert, echt? Bis man sowas kann. Also nun ist es nochmal ein Unterschied, ob man tanzen muss oder Musik machen und marschieren, aber man muss es schon üben. Weil was ich da so stellenweise sehe, wie die mit ihren Trompeten und Posaunen da ausschwenken, also da ist ja mal leicht ein Blech an der Nase. Das kann passieren. Ja, ne? Relativ anspruchsvoll, was die Damen und Herren da hinlegen. Ja, nur gut, das muss natürlich zu diesem volkstümlichen Tanz passen und der ist sehr schnell. Wunderbar hingekriegt. Frau Rheinländer nickt bewundernd mit dem Kopf. Ich bin begeistert.
Also diese ordentlich gebügelten weißen Hemden sehe, frage ich mich, ob die jemanden im Bus dabei haben, der dann auch mal am Ende mit dem Eisen übergeht oder ob die das selber machen. Also ich glaube fast, dass die da jemanden haben, den ein bisschen zur Seite steht. Weil das ist ja sehr exakt gebügelt. Oder muss man das können bei der Marine bügeln?